Eine Beschreibung, die ein Bild, einen Gesamteindruck vermitteln will, versucht vom rein Zufälligen zu trennen. Versucht, das Charakteristische, das Kennzeichnende herauszustellen. Deshalb auch beginnt man häufig bei der Beschreibung eines Unternehmens wie bei der Beschreibung eines Menschen. Man nennt neben seinem Alter zuerst einmal seine Herkunft. Und dies wohl aus der Erfahrung, aus der vermeintlichen Erfahrung, dass der Geburtsort, die Stadt, den Charakter und die Wesensart prägt. Ob dies überhaupt und wenn ja, wie weit zutrifft, wird von Fall zu Fall verschieden sein. Kann sein, es stimmt, kann sein, auch nicht. Denn was eigentlich genau ist damit gemeint, wenn man sagt, das ist ein Bremer? Was ist typisch für ihn? Was kennzeichnet ihn? Fragt man einen von ihnen, erfährt man etwas von Verschlossenheit. Fragt man einen anderen, spürt man Aufgeschlossenheit. Beschwört jener die Vergangenheit, die Tradition, so betont dieser die Gegenwart, das Moderne. Was Außenstehenden kühl und sachlich erscheint, empfinden Eingesessene als warmherzig und lebensfroh. Und ähnliche Widersprüchlichkeiten gelten auch für ihre Tätigkeiten, ihre Unternehmungen und Unternehmen. Manches ist typisch, ist kennzeichnend. Manches ist Zufall. Typisch ist zunächst wohl der Standort. Kein Unternehmen der Seeschifffahrt hat seinen Ursprung zufällig in der Nähe der Küste. Typisch ist vielleicht auch die Atmosphäre des Hauses. Es riecht nicht nach Teer und auch nicht sonderlich nach der großen, weiten Welt. Es weht kein Hauch von Romantik oder Salzwasserpoesie. Doch es fehlen auch die Hektik und die Nervosität, die man andernorts gern als Dynamik ausgibt. Schwer zu sagen, ob das nun kennzeichnend ist für alle Bremer oder nur für moderne Reedereien. Wahrscheinlich beides, denn erstens sind es nicht alles Bremer, die hier arbeiten, und zweitens ist vieles eingespielt, weit vorausgeplant, festgelegt und zur Routine geworden. Zu einer Routine allerdings, die eben auch die Sicherheit gibt, jederzeit wieder völlig anders zu disponieren, auf Unerwartetes, Unvorhergesehenes zu reagieren, zu improvisieren. Und dieser ständige Wechsel zwischen Regel und Ausnahmen ist kennzeichnend, ist typisch für den Alltag in einer Reederei. Außen wirkt dieser Alltag fast schon stereotyp und verführt dazu, Bedeutungsvolles über den Seegüterumschlag, über die Notwendigkeit weltweiten Handels zu reden. Es fragt sich, ob damit etwas Kennzeichnendes über die Reedereien gesagt wäre. Ganz sicher ist ein Welthandel ohne Schifffahrt nicht möglich. Doch auf das, was gehandelt wird, nimmt die Schifffahrt heute keinen Einfluss mehr. Die modernen Reedereien haben sich auf den Transport konzentriert, haben sich für den Transport spezialisiert. Mit anderen Worten, sie handeln nicht mehr. Nicht mehr selbst. Sie handeln höchstens noch nach Prinzipien, nach Leitsätzen. Und einen davon, einen für die Hansa typischen, formulierte ihr erster Diarren des vergangenen Jahrhunderts. Die Schiffe nach modernsten Gesichtspunkten ausstatten, sie mit den neuesten Erfindungen versehen und die Männer, die diese Schiffe führen, gründlich und umfassend ausbilden. Es ist ein Grundsatz und die Vergangenheit und die Erfahrung beweisen, hält man sich an einen solchen Grundsatz, hält man auch seinen Vorsprung auf dem Markt, auf dem internationalen Markt. Und damit wäre etwas Typisches, etwas dieses Unternehmen Kennzeichnendes beschrieben. Etwas auch, das es zur größten Schwergutreederei der Welt hat werden lassen. Und dies wiederum erklärt sich nur durch eine ständige, fast schon typische Bereitschaft. Die Bereitschaft zum Risiko, zum kalkulierbaren Risiko und damit zu einem Angebot, das immer ein wenig höher liegt, als es erwartet, gefordert wird. Der Beginn dieser nunmehr schon traditionsreichen, ausgesprochenen Schwergutreederei datiert am Ende der 20er Jahre und entstand, wie häufig in der Wirtschaft, fast beiläufig, scheinbar zufällig. Jahre bereits bestand damals ein regelmäßiger, normaler Liniendienst nach Indien, gefahren mit den seinerzeit üblichen Schiffen, bis die Forderung anstand, Lokomotiven dorthin zu transportieren. Man könnte es als einen Zufall bezeichnen, doch war es wohl eher ein zufälliger Anlass, eine Forderung, die man dann allerdings als Chance begriff und ergriff. Vier Dampfer,
wurden mit entsprechendem Schwergutgeschirr ausgerüstet. Die Hebekraft von 120 Tons wurde zur technischen Sensation. Einer Sensation allerdings, die zur Eskalation zwang. Handel und Wirtschaft reagierten mit immer größeren Forderungen, mit immer größeren Dimensionen und trieben damit die Entwicklung der Hansa zur typischen Schwergutreederei voran. So entstand aus einer einzelnen Forderung, aus einem Einzelfall etwas Allgemeingültiges. Entstand aus einem eher zufälligen Anstoß ein Kennzeichen. Entstand eine spezialisierte Flotte und entstanden schließlich auch die ausgesprochenen Spezialschiffe, Roll-on, Roll-off-Schiffe. In nüchterner technischer Definition, Hochseetoraden so geringem Tiefgang, dass sie in flachen Gewässern und auf Flüssen fahren können. Dort, wo die großen Schiffe nicht mehr in Frage kommen. In der Höhe so kalkuliert, dass sie Brücken unterfahren können. Ausgestattet mit Bug- und Heckrampen für die Anlandung an Stränden und Naturufern. Und ausgelegt für Schwerstücke bis zu 800 Tons. Im hier gezeigten Beispiel, der Generator hat mit dem Tieflader ein Gesamtgewicht von 700 Tons. Die Länge beträgt 70 Meter. Der technische Aufwand hat seine guten Gründe. Er gehört zu einem System. Zu einem System der Hansa, das die Dienstleistungen im Interesse der Kundschaft beträchtlich erweitert. Das der Schwergut verladenden Industrietransporte in einer Hand vom Herstellerwerk bis zur Endbaustelle anbieten kann. Diese Fahrzeuge und auch die enge Zusammenarbeit mit anderen spezialisierten Schwerlasttransportunternehmen sind ein weiteres Kennzeichen der Reederei. Wie auch die intensiven Vorbereitungen für derartige Transporte vor Ort und im Hause. Das Fahrzeug genau im Schwerpunkt des Behälters bekommen. Wir müssen etwas rübergehen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir mit den Trägern, mit den Hydraulikträgern, freikommen von den Schornsteinen. Und deswegen haben wir gesagt, die Träger dürfen nicht länger sein als 7,50 Meter. Das ist also das Maximale. Um den Platz zu haben, hier laufen ja auch die Laschdrähte. Das müssen wir auch mit berücksichtigen. Und es geht nicht, wir können nicht rollen. Es geht nur, dass er mit dem Kran raufgesetzt wird, aus stautechnischen Gründen. Und er muss auch mit dem Kran runtergenommen werden. Aber ich glaube, dass uns die Amerikaner dort in Azu behilflich sind. Können wir denn aber hier praktisch jetzt mit dem Kran arbeiten, hier an der Stelle? Ja, wir müssten also vorher, an diesem Damm wird es sehr schlecht sein, weil wir ja nur mit dem Heck ran können. Es wird also so sein, dass wir in Azu, in einen Hafen herangehen und der Kran kann uns ja dort behilflich sein. Und dann, wenn alles vorbereitet ist, gehen wir hier an die Anlandestelle, die wir hier erstmal ausgearbeitet haben. Ja. Ich nehme an, dass die wahrscheinlich einen Damm schütten werden in Azu. Das ist das Einfachste, denn die Baggerarbeiten sind doch verhältnismäßig teuer. Ja, und versandet nachher. Das versandet nachher und das müssen wir mal sehen, das müssen ja auch die Amerikaner mal untersuchen, wie stark die Versandungen dort sind. Hat auch jeder Transport so seine besonderen Probleme, seine Zufälligkeiten, so bündeln sie sich doch in der Zusammenfassung wieder zu einem typischen. Zum typischen Bild des Schwergutspezialisten. Und gerade das wurde und wird der Hansa nicht gerecht. Denn es stimmt nicht ganz dieses Bild, das der Fachjargon zeichnet, fehlen ihm doch entscheidende Linien, regelmäßige Linien, also die Liniendienste, die Verbindungen und Bindungen zwischen den Kontinenten, ohne die Industrie und Wirtschaft in ihrer heutigen Form nicht mehr funktionsfähig wären. Linienfahrt hat generell etwas Beständiges, etwas Festes. Nicht Festgefahrenes, eher Eingefahrenes. Das Fahrtgebiet. Linienfahrt setzt Zuverlässigkeit voraus, Regelmäßigkeit. Einen Fahrplan, mit dem die Wirtschaft rechnen kann, mit dem sie disponieren kann. Linienfahrt ist ein System, eine feste Planung, fast schon ein bisschen Bürokratie. Auch nach Karachi. Ja, das ist gut. Die Bombay
Paletten mit PVC-Pulver sind ja ausgefallen. Ja. Hatte ich Ihnen das eigentlich schon heute Morgen mitgeteilt? Nein, noch nicht. Noch nicht. Also somit müssen wir jetzt zusehen, dass wir diesen ganzen Bahnhof in Luke 3 Unterraum Vorkante voll bekommen mit Bombay-Stückgut. Linienfahrt heißt auch Erfahrung. Erfahrung vor allem und gerade in den überseeischen Fahrtgebieten. Für die Hansa im persisch-arabischen Golf, im Roten Meer und um den indischen Subkontinent. Denn die Gegebenheiten dort, das Frachtgut und die Hafenanlagen, bestimmen bereits die Konzeption des Schiffstyps. Und sie erklären auch die Notwendigkeit der bordeigenen Lade- und Löschvorrichtungen. Über den so oft und ausführlich beschriebenen Container lässt sich wohl kaum noch etwas Neues mitteilen. Seine Revolution wirkt heute bereits historisch. Sein Einsatz ist selbstverständlich geworden, doch er bleibt auf bestimmte Routen beschränkt. Er hat den Güterverkehr zu Wasser und zu Lande industrialisiert, hat den Transport rationalisiert und hat dadurch die Dimensionen sprunghaft verändert. Sprunghaft vor allem auch in den für ihn notwendigen Investitionen. So ist auch der Container zu einem Kennzeichen geworden, zum Kennzeichen für internationale Kooperation. Für die Hansa bedeutet dies Zusammenarbeit mit französischen und italienischen Partnern auf ihren Linien zwischen dem Mittelmeer, Nordamerika und Kanada. Das traditionelle Fahrtgebiet Indien, die Küsten des indischen Subkontinents, gehört auch zu jenen eher zufälligen Gegebenheiten, die später kennzeichnend werden sollten für die Reederei. Denn die bis dahin von Bremen aus nur mit Seglern befahrene Route war mit der Anlass zur Gründung der deutschen Dampfschifffahrtsgesellschaft Hansa. Es ist fast 100 Jahre her und die Entwicklung hat inzwischen fast alles verändert. Erkennbar an den Bildern der Gegenwart. Wie hier in Bombay. Sie lässt sich aber auch, so man sich der Mühe unterzieht, an den Frachtlisten ablesen. Vieles von dem, was in früheren Jahrzehnten von Hansa-Schiffen regelmäßig hierher transportiert wurde, wird heute im Lande selbst hergestellt. Auch die einstmals so entscheidende Zeit der Lokomotivtransporte ist vorbei. Indien baut seine Lokomotiven selbst. Was dieses Land heute braucht, sind Industrieanlagen. Also völlig andere Importe und damit völlig andere Dimensionen. Erkennbar zum Beispiel in Südindien, bei Tuticorin, ein Landesteil von seinen Salzgärten geprägt und von seiner Landwirtschaft. Hier entsteht heute eine Düngemittelfabrik. Als Anfang eines großen Industriegebietes, als Anfang einer grundlegenden Veränderung. Und sie entsteht aus Anlagen, die im Lande selbst noch nicht hergestellt werden können, die über See hierher transportiert werden müssen. Und ebenfalls für dieses Industriegebiet bestimmt ein Reaktor zur Herstellung von Schwerwasser. Gewicht 390 Tonnen, Länge über 42 Meter, Durchmesser 2,84 Meter. Optimale wird möglich ein für diese Dimensionen, für diese Aufgaben spezialisiertes Schwergutlinienschiff der Hansa. In diesem Falle die Uhenfels. Mit ihrer für einen Linienfrachter bislang unübertroffenen Hebekraft
von 620 Tons. Sie ist eine oft bestaunte, jedoch für Fachleute, für Insider keineswegs überraschende Dimension. Es ist denkbar und sogar wahrscheinlich, dass sie in absehbar kurzer Zeit bereits wieder übertroffen sein wird von einem anderen Schiff, der Hansa. Die Entwicklung lässt sich voraussehen. Und wenn sich durch sie auch in der Zukunft im Fahrtgebiet der Hansa die erhofften wirtschaftlichen Veränderungen ergeben, so war eine ihrer Voraussetzungen die sich ständig steigernde Leistungsfähigkeit der Reederei. Beim nächsten Schiffstyp von Tradition zu sprechen wäre verfrüht. Es sei denn, man kennzeichnet Fantasie und die Fähigkeit, Marktlücken zu entdecken, als Tradition des Unternehmens. Vor den Küsten der Kontinente, unter den Meeren, lagern die Öl- und Erdgasvorräte der kommenden Jahrzehnte. Ihre Suche und Förderung lässt überall Bohrinseln entstehen. Bohrinseln, die versorgt werden müssen. Die einen dafür spezialisierten Schiffstyp erfordern. Folgerichtig bezeichnet sie der Reedereijargon als Versorger. Und diese ihre Bezeichnung ist richtig und unvollständig zugleich. Die zwischen 450 und 1600 Bruttoregistertonnen großen Schiffe sind für die Versorgung und Betreuung von Seebaustellen, von Bohrinseln und Bohrschiffen konzipiert. Aber auch zu deren Assistenz. Das heißt beispielsweise zu jeder Positionsveränderung, die spätestens alle 6 bis 8 Wochen notwendig wird. Sie ersetzen sie. Sie schleppen die Inseln, was man auch gern als Verschleppen bezeichnet, und sind für alle diese Aufgaben mit entsprechend starken Maschinen bestückt. Daneben aber auch für die Versorgung mit Tanks für Wasser, Brennstoff und Zement, Unterdeck. Überdeck, an Deck, transportieren sie alles für das Bohrgeschäft notwendige technische Gerät und Material. Natürlich auch, sonst wäre der Name Versorger unangebracht, alles das, was die etwa 120 Mann Besatzung einer solchen Insel brauchen. Diese Schiffe sind neben dem Hubschrauber die einzige Verbindung zum Land. Eine Verbindung, die buchstäblich jederzeit vorhanden sein muss. Der Offshore-Bohrbetrieb ist rau, kann jederzeit durch die Witterung, durch Stürme technische Schäden erleiden, kann plötzliche Ausfälle der Geräte haben, kann in Schwierigkeiten geraten. Sein Betrieb kostet pro Tag zigtausende von Dollar und verlangt eine ständige Bereitschaft, einen ständigen Einsatz der Schiffe. Dies ist dann in der Praxis nicht nur eine Frage der Quantität, der Anzahl der Schiffe, sondern auch eine Frage der Qualität. Der Qualität der Schiffe und der Qualität der Besatzung, ihres Know-how, ihrer Routine und ihrer Einsatzbereitschaft. Mit über 60 Schiffen, und diese Zahl wächst ständig, unterhält die Hansa zusammen mit einem deutschen Partner die größte Versorgerflotte Europas. Zentral von London aus disponiert, von der gemeinsam gegründeten Offshore Supply Association, der sogenannten OSA, arbeitet diese Flotte in der Nordsee, vor den Küsten West-, Süd- und Ostafrikas und im gesamten fernöstlichen Raum. About
Ölbohren auf See hat das Ziel, fündig zu werden. Und das wiederum bedeutet schließlich auch Rohrleitungen verlegen. Rohrleitungen auf dem Meeresgrund. Das ist zunächst eine Frage der Technologie. Auf einem Rohrverleger, einer sogenannten Pipe-Laying Barge, arbeiten etwa 200 Mann in zwei Schichten rund um die Uhr. Vorausgesetzt, das Wetter ist gut, die See ist entsprechend ruhig, wächst eine solche Rohrleitung pro Tag um etwa 2000 Meter. Das heißt, zieht sich der Rohrverleger alle 8 Minuten um eine Rohrlänge, das sind 12 Meter, weiter. Doch sein Vorrat an Rohren ist begrenzt und irgendwann erschöpft und damit die Frage des Nachschubs gestellt. Deshalb entwickelte die Hansa einen neuen, dafür spezialisierten Schiffstyp, den Röhrentransporter. Basierend auf den Erfahrungen, die sie durch die Einsätze der Versorger gewonnen hat. Er ist eine folgerichtige Weiterentwicklung. Durch die Konstruktion des Oberdecks als Wanne ist seine Kapazität an Deck bei gleicher Größe der herkömmlichen Schiffe auf das Dreifache gesteigert. Und er teilt das Schicksal aller von der Hansa neu entwickelten Typen. Er wird richtungweisend, wird übernommen, nachgebaut. Und warum auch nicht? Konstruktive Erkenntnisse eines Einzelnen haben bislang den allgemeinen Fortschritt immer vorangetrieben. Konstruktionen lassen sich übernehmen. Weniger, wenn nicht sogar überhaupt nicht übertragbar, bleibt das Know-how. Das Know-how in den Details und das Know-how der Besatzung. Das genaue Gegenteil vom Versorger ist der Entsorger. Und die Bezeichnung wäre für dieses Schiff der Hansa noch gar nicht mal so falsch. Als Verbrennungsanlage für flüssige Abfälle der chemischen Industrie konzipiert, schafft es doch immerhin 500 Tonnen Abfall pro Tag und damit auch einige Sorgen vom Tisch. Es ist ein Einzelfall, doch kein zufälliger, sondern ein typischer. Typisch hier für die Flexibilität des Unternehmens. Typisch auch für die Konzeption, für besondere Probleme spezialisierte Schiffe zu entwickeln und sie in Fahrt zu bringen. Was hier noch als Modell in der Hamburger Schiffbauversuchsanstalt erprobt wird, ist beinahe auch wieder ein Kennzeichen. Ein kommendes Kennzeichen. Die Dimensionen der Offshore-Anlagen werden größer. Die Suche nach neuen Energievorräten führt immer weiter von den Küsten weg ins offene Meer, in immer größere Wassertiefen. Kanada, Grönland und der arktische Raum werden zunehmend interessanter.
verlangt und erwartet werden dafür leistungsfähigere, modernere Versorger. Dieses Modell, das Modell eines Schleppversorgers mit eisverstärktem Rumpf, Eisbrecherbug und 9500 PS, das hier auf Zugkraft, Stabilität und Sehverhalten getestet wird, ist nur eines der neuen Projekte, ist nur eines der kommenden Kennzeichen. Und so gerät der Versuch einer Beschreibung dieser Reederei zwangsläufig so weiträumig, so weitläufig wie die Unternehmungen dieses Hauses, die sich durch ihr Ständiges sowohl als auch gar nicht in gewohnte Kategorien einordnen lassen. Der Begriff der Linienreederei trifft zu, aber trifft nicht alles. Das Bild des Schwergut-Transporteurs wirkt vielleicht beeindruckend, aber nicht vollständig. Bremen als Standort ist kennzeichnend, aber der neueste Hansa-Terminal liegt in Hamburg. Tradition ist typisch, doch lässt sie keine Rückschlüsse auf die Gegenwart zu. Ob das Management, der Vorstand, ob die Planer, die Ingenieure und Nautiker oder andere Mitarbeiter das Bild typischer werden lassen, wird für Außenstehende nicht erkennbar. Und auf der Suche nach dem Typischen landet man schließlich bei den Typen, den unterschiedlichen, funktionsentsprechend spezialisierten Schiffstypen, die auch ein besonders ausgebildetes Personal erfordern. Und diese besondere Ausbildung erfordert wiederum ein besonderes Schiff. Eine Kombination von Linienfrachter und Schwergutfrachter und Schulschiff mit praxis- und fachbezogenem Unterricht für 50 Offiziersanwärter. Mal durchlaufen. Da muss also ein zweites Auge drin sein. Ja, der ist noch nicht ganz sauber. Lass mal, mach noch mal. Ja, das hier einer. Lass mal sehen. Nee, Meister, du. Das ist ein doppelter Überhandknoten mit einem Überhandknoten. Nee, ist auch keiner. Gut, den müssen wir noch mal üben. Ja. Gut, mach auf, mach auf. Nee, nee, das ist er nicht, das ist er nicht. Gut auf die Schnittgeschwindigkeit achten, ne? Weil es liegt draußen das Material ist, ja? Ja, hier besitzen wir unsere Überwachungsanlage. Zum einen können wir mal unsere Abgastemperaturen der einzelnen Zylinder hier ablesen. Zum anderen haben wir noch eine Digitalanlage. Herr Schröger, bitte hier, meine Herren, komm. Bei 6 Stunden brauchen wir länger und bei, wenn wir 8 Stunden arbeiten, wird es kürzer. Das heißt also 8 durch 6. But happy? Die Fans müssen ja nicht. No. Defines all. No. Not right. It defines to be. We are happy. It defines to be. But you know, to be is only used with an adjective. And therefore, we can't say we are happily. You know, only we are happy. Mr. Feuerwald, okay? Den hast du eingetragen mit 100. Right. So, und jetzt hatten wir den mit 130. Gut, das heißt also, dort ist unser Standort. So, und da wird ein Kreis rumgemacht, denn das ist ja eine Peilung. Und Standorte, die durch Peilung festgestellt, ein Kreis, ruhig nicht mal etwas größer. Pass auf, ihr müsst eins machen, immer Teilbereiche, ja? Immer Teilbereiche, das heißt also, vom Verkehrstrennungsgebiet Maas hier oben, runtersetzen zum Euroweg. Wenn ihr das habt, den Kurs, feststellen, welcher ist das, eintragen. Und dann erst schrittweise weitergehen, das heißt, den nächsten Kurs zu nehmen. Wie sieht's aus mit eurer Navigation? Wo wir jetzt gerade dahin? Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet. Schön. Hier an Backbord ist eben diese Tonne durchgekommen. Ja. Mit einem kleinen Fahrzeug da drüben. Und zur Kontrolle könnt ihr hier das Stahlwerk mal peilen. Dann habt ihr eine ungefähre Radarposition und könnt dann auch damit die
Lage der Tonne genau feststellen. Was liegt da? Und so bestätigt auch dieses Schiff, bestätigt diese gemeinsam mit 8 anderen Reedereien betriebene Ausbildung den schon traditionellen Grundsatz, die Schiffe nach modernsten Gesichtspunkten ausrüsten und die Männer, die diese Schiffe führen, gründlich und umfassend ausbilden. Dieser Grundsatz und das Festhalten an diesem Grundsatz kennzeichnet die Reederei, kennzeichnet die Hansa und sie erklärt auch ihren begründeten Optimismus.